Ja, Shalom und Gottes Segen zusammen. In diesem Video heute soll es um okkulte Philosophie gehen, die Geschichte der Dämonen. Und dabei wollen wir uns einige Zitate von Philosophen anschauen und Zitate, die ich auch bisher noch nie in meinen Videos euch zitiert habe, sozusagen. Und als Anhaltspunkt soll ein kleiner Ausschnitt dienen. Und zwar, ihr kennt bestimmt den Kanal Nuoviso, beziehungsweise Nuoflix, wie er jetzt auch heißt. Und da gab es eine neue Folge Barcode mit dem Thema Das Vermächtnis der Wissensträger. Zu Gast waren Axel Klitzke, Charles Fleischauer und Wolfgang Stark. Und bei Charles Fleischauer war ich ja auch schon bereits zu Gast im Gespräch. Und da wollen wir uns mal anschauen, was er zu sagen hat. Dann gibt es aber auch die Ebene der menschliche Geist, ist, wenn er sich öffnet für tiefere und höhere Bewusstseinsebenen, in der Lage, Wissensbereiche, wie Axel das auch ähnlich mit anderen Worten sagt, anzuzapfen. Channeln. Das wäre jetzt ein sehr modernes Wort und das klingt so ein bisschen esoterisch und der Begriff ist einfach so verbrannt. Man kann auch von Inspiration sprechen, vom Genius, vom Dämon. So, und die beiden Worte, die wir uns im Hinterkopf behalten sollten, sind die Worte von Charles Fleischauer, nämlich Dämon und Genius. Denn genau das scheint ihn, wie er sagt, inspiriert zu haben. Und das hat auch Philosophen inspiriert, irgendwie gewisse Erkenntnisse zu bekommen. Und wir wollen uns mal anschauen, wie das Ganze anhand der Bibel einzuordnen ist. Und das ist keineswegs jetzt ein Anti-Noviso-Video oder wie auch immer, sondern eher eine kleine Hilfestellung anhand der Bibel. Nun, das Wort Dämon im Altgriechischen heißt Daimon, klingt ähnlich und beschreibt auch genau dieselbe Wesenheit. Wir sehen hier auf dem Bild eine sogenannte Symposion. Das ist altgriechisch und bezeichnet eigentlich nur das Werk des griechischen Philosophen Platon. Und ich denke, Platon dürfte jedem ein Begriff sein. Antiker griechischer Philosoph, geboren 428 vor Christus, gestorben 348 vor Christus. Schauen wir uns mal an, was er im Symposium geschrieben hat. Er schreibt, Daimons kontrollieren die Kunst der Priester in Bezug auf Opfergaben, Riten, Zaubersprüche und die Art der Weissagung und Magie. Also genau das, was wir heute als Christen auch kritisieren, wenn Okkultisten irgendwelche Dämonen beschwören, Zauberer, Weissager, Wahrsager und Magier und so weiter. Und das ist genau etwas, was die Bibel ja verboten hat in der Tora. Da heißt es im dritten Buch Mose 19, Vers 26, ihr sollt weder Wahrsagerei noch Zauberei betreiben. Also auch hier durch Plato bestätigt werden Daimons mit Magie, Zauberern und Okkultismus, kann man sagen, in Verbindung gebracht. Nun gibt es im Griechischen auch ganz bestimmte magische Formeln in der griechischen Magie. Und wir schauen uns mal an im Buch von Hans-Dieter Betz. Der hat nämlich gewisse griechische magische Papyrusse übersetzt und da heißt es bezüglich eines Liebeszaubers: Ich beschwöre dich, Daimon der Toten, aus Liebe sein Herz zu brandmarken, es zum Schmelzen zu bringen und sein Blut auszusaugen. Klingt irgendwie ein bisschen vampiristisch, ist aber in Wahrheit, wie gesagt, ein Zauberspruch, ein magischer Spruch, um irgendwie Menschen dazu zu bringen, sich in einen zu verlieben. Ja, und hier geht es also, wie wir lesen, um eine Beschwörung eines Daimons der Toten. Auch hierzu sagt die Bibel im 5. Buch Mose 18, Vers 10, es soll niemand unter dir gefunden werden, der Wahrsagerei betreibt oder ein Beschwörer oder ein Zauberer oder einer der Geisterband oder ein Geisterbefrager oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn die Toten sind tot und können gar nicht beschworen werden. Was da hervorkommt, wenn man Tote beschwört, sind dämonische Geister. Wir kommen zum nächsten Philosophen aus der Antike, nämlich Apuleius, geboren 130 nach Christus, gestorben 170 nach Christus. Er schreibt in On the God of Socrates, es gibt gewisse göttliche Mittelmächte, die in diesem Zwischenraum der Luft zwischen dem höchsten Äther und der Erde angesiedelt sind. Diese werden nach dem griechischen Namen Daimons genannt. Dämon, Daimon, Daimons, Dämonen ist genau dasselbe eben auch in der Bibel zu finden. Und hier sehen wir also, dass diese Daimons sich in einem Zwischenraum befinden, in der Luft. Und wir schauen uns mal an, wo sich die Dämonen befinden und auch Satan. Epheser 2, Vers 2, Kapitel 6, Vers 12, da heißt es,
nach dem Lauf dieser Weltzeit gemäß dem Fürsten, nämlich Satan dem Teufel, der in der Luft herrscht. Oh, denn das ist ganz richtig für uns Christen, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die geistlichen, in Anführungsstrichen dämonischen Mächte, Entschuldigung, der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und hier sehen wir also die Dämonen, Satan, die herrschen in der Luft in den himmlischen Regionen. Wir haben es also mit geistlichen Mächten zu tun. Und wir wollen uns mal weiter anschauen, was jetzt der berühmte Philosoph aus der Antike Sokrates zu sagen hat. Er ist geboren 469 vor Christus, gestorben 399 vor Christus. Und wir schauen uns mal einen Artikel an vom 24. Juni des Jahres 2016. Da wird Folgendes Interessantes über Sokrates berichtet. Sokratischer Dämon, auch Daimonion, nannte nach Platon Sokrates selbst das höhere Wesen, von dem er meinte, dass es ihm durch ein göttliches Geschenk von Jugend an beiwohne. Das Daimonion, dachte Sokrates, unabhängig vom eigenen Ich, weshalb es Erkenntnis mitzuteilen in der Lage war, die der vernunftsmäßigen Rationalität verborgen blieben. Der Dämon schätzte Sokrates als unfehlbare Instanz, weshalb er Anweisungen auch gegen seine eigene Ansicht befolgte. Zunächst sehen wir also, Sokrates hat ein höheres Wesen gehabt, das nicht Sokrates selbst war, ein anderes Ich, also dieses andere Daimonion, war ein anderes Wesen, das aber irgendwie durch und zu Sokrates gesprochen hat. Und selbst wenn Sokrates dachte, ach, das ist aber nicht gut, das mache ich lieber nicht, hat er es trotzdem gemacht, weil dieser Dämon war zu sagen der Gott von Sokrates. Könnte man also sagen, die ganzen Philosophen waren dämonisch besessen? Durchaus. Jakobus 3, Vers 15, das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, nämlich von Gott, sondern eine irdische, seelische, dämonische Weisheit. Die Erkenntnis, die die ganzen Philosophen haben, haben ja nichts mit der Bibel oder mit Gott oder mit Jesus zu tun. Deswegen führen sie weg von der Wahrheit und deswegen ist es keine Erkenntnis. Trotzdem schauen wir uns nochmal an, weil ja Charles Fleischhauer, liebe Grüße an dieser Stelle, ja nicht nur Dämon, also den Daimon, erwähnt hat, sondern auch den Genius. Der Unterschied ist eigentlich nur das Wort. Daimon ist griechisch, wie gesagt, und Genius ist der römische Name dieses Wesens Daimon. Und wir schauen uns an, was über dieses Wesen Genius, also den Daimon, berichtet wird. Der Genius war in der römischen Religion der persönliche Schutzgeist eines Mannes. Zur damaligen Zeit ähnelten sie der arabischen Vorstellung von den Dschinn. Und Dschinn auch vergleichbar mit Dämonen. Der Genius Loki erscheint oft in Gestalt einer Schlange. In der römischen Kunst werden Genien, diese Geniusse, auch als geflügelte Wesen dargestellt. Wie gefallene Engel auf diesem Bild auch zu sehen als Statue. Auch das Daimonion, die angebliche innere Stimme des Sokrates, wird im Lateinischen als Genius bezeichnet. Und dieses Genius, das ist genau das, was auch vergleichbar ist mit diesem Daimon oder diesem inneren Dämon. Und es hat ja auch die Gestalt einer Schlange, dieser Schutzgeist oder Dschinn, wie auch immer man das nennt. Und wir wissen ja, was über den Teufel gesagt wird in Offenbarung 12, Vers 9. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Bereits im Garten Eden hat die Schlange gesagt, keineswegs werdet ihr sterben, ihr werdet sein wie Gott, euch werden die Augen geöffnet. Und ihr werdet Erkenntnis bekommen von Gut und Böse. Genau wie bei den Esoterikern, bei den ganzen Okkultisten, das ist genau dasselbe Prinzip. Ich brauche keinen Gott, ich bin mein eigener Gott und ich werde aufsteigen in eine andere Dimension, mein achtes Chakra öffnen. Ich bin eins mit der Luftmatratze und der Gießkanne und der Wassermelone. Ja, aber so kommt ihr nicht weit, denn wenn wir nicht eins sind mit Jesus Christus, ja, dann sind wir auch nicht eins mit Gott und dann könnt ihr auch nicht ins Reich Gottes. Naja. Aber auf jeden Fall geht's weiter. Wir schauen uns mal hier an ein Gemälde dieses Geniuses. Und auch sehr früh, aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, hängt in einer römischen Villa in Neapel. Und auch hier sehen wir die Gestalt. Wir Christen würden sofort sagen, das ist ein gefallener Engel. Ja, soviel zu den Geniussen. Wir schauen uns mal einen interessanten Satz an im Buch Der Daimon und die Figur des Sokrates von Raffaele Mirelli auf Seite 166. Da heißt es: Ein Daimon ohne einen Philosophen ist ein Gott ohne Olymp.
Das heißt, wenn ein Philosoph kein Daimon hat, ist er nicht wirklich ein Philosoph. Und wir haben gelesen, Platon, Sokrates, das waren alles Leute, die mit Daimonen in Verbindung waren. Das heißt, die großen Philosophen von damals waren im Grunde genommen, könnte man sagen, laut Neuem Testament, dämonisch besessen. Ja, und die Erkenntnis, die sie bekommen haben, ja, die mag vielleicht nicht von dieser Welt sein, aber sie ist auch nicht von Gott. Was sagt die Bibel über solche okkulten Philosophen? Kolosser 2, Vers 8, da heißt es, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn die Philosophen waren ja nicht christusgemäß oder bibelkonform. Und warum würde uns denn die Bibel vor Philosophie warnen, wenn es doch so Genies sind, Genius, Daimons und so weiter? Ja, weil die Bibel natürlich weiß, dass diese Philosophie dämonisch inspiriert ist. Nun, wir schauen uns nochmal einen römischen Dichter an und diese Aussage übertrifft eigentlich alles, was wir bisher gelesen haben. Dieser römische Dichter heißt Menander, geboren 342 vor Christus und gestorben 291 vor Christus. Und im Fragment 550 wird Folgendes offenbart. Er schreibt, neben jedem Menschen stellt sich gleich, wenn er geboren wird, ein Daimon, ein guter Mystagoge des Lebens. Und jetzt kommt's, denn man darf nicht glauben, dass es einen bösen Dämon gibt. Tja, das hätten Satanisten und Okkultisten auch nicht besser sagen können. Man darf nicht glauben, dass es böse Dämonen gibt. Ja, also alle Dämonen sind gut. Ja, was sagt die Bibel? 1. Timotheus 4, Vers 1, 2. Korinther 11, Vers 14. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden. Mit anderen Worten, es gibt böse Dämonen, alle Dämonen sind böse. Es gibt gute Engel, natürlich, Gabriel, Michael sind bekannte Engel in der Bibel. Es gibt aber auch böse Engel, wie den gefallenen Engel Luzifer, Satan, den Teufel, die Schlange, der Drache. Zum Schluss noch folgende Verse aus 1. Korinther 10, Vers 20 und Epheser 5, Vers 11. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Und genau das möchte ich anhand dieses Videos auch tun. Aufdecken, dass dieser auch bei Novise ausgestrahltes Weltbild mit Daimons und Genius und Channeling dämonisch-okkult ist, das sollte man wissen und daran sollte man sich nicht irgendwie freuen, wenn man irgendwelche Stimmen hört, die nicht mit der Bibel konform sind. Die Bibel sagt, prüft alles und das Gute behaltet, deswegen, wenn die Geister irgendetwas erzählen, was überhaupt nichts mit Gott oder der Bibel oder Jesus zu tun hat, dann könnt ihr sicher sein, dass es dämonische Geister sind. Deswegen, ich hoffe, dass ich mit diesem Video niemanden bei Nuvisa auf dem Schlips getreten bin. Falls dort überhaupt jemand das zur Kenntnis nimmt, falls nicht, hoffe ich, dass es andere zur Kenntnis nehmen und diese okkulte Philosophie verwerfen, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, nämlich derjenige, der Dämonen ausgetrieben hat und ihnen die Wahrheit brachte, die Wahrheit selbst, der König der Könige, der Sohn Gottes, der Herr der Herren, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.